Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus, der 11. Folge schon, und wir machen weiter mit dem nächsten Koloss. Müssen wir mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Ich glaube, das müsste jetzt schon der 10. jetzt dann sein, also sind es nicht mehr viel. 6 Stück, glaube ich, dann noch. Und dann ist das Game auch schon durch. Okay, wir machen es einmal voll, bitte. Dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. In die Richtung, okay. Ich denke mal, dass wir auch wieder hier rüber müssen. Wir müssen hier rüber. Ich mache mal das Bildmachgerät an. Ganz vergessen. Servus, Leute. Und dann schauen wir mal, ob wir den gleich gepackt kriegen. Ich muss sagen, die letzten Kolosse sind jetzt schon ein bisschen schwieriger gewesen. Was heißt schwierig? Dass man mal auf die drauf kommt. Das war halt ein bisschen tricky. Wenn man mal drauf ist, geht's eigentlich. Aber wie gesagt, das Erklimmen ist halt ein bisschen... War halt ein bisschen schwieriger. Und dann schauen wir doch mal, wie es hier weitergeht. Ob uns der nächste ein bisschen besser gesonnen ist oder nicht. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier lang kommen. Dann sehen wir schon, würde ich sagen. Ich merke das auch schon, dass die Wege ziemlich weit werden. Sollte ich hier nochmal schnell schauen, ob hier irgendwo noch... Ah, da ist so eine Fruchtscher her. Die holen wir uns runter, würde ich sagen. Zwei gleich. So, da ist noch eine. Ich glaube, dass die uns das Leben ein bisschen höher macht. Arrow, komm her. Arrow! Ihr hört auch nicht das Pferd. So. Ich denke mal, dass wir hier runter müssen, oder? Okay, hier glaube ich. In die Richtung, okay. Zum Glück können wir hier nicht runterfallen.
Hier geht's nicht weiter. Okay, dann denke ich mal. Dass wir hier rum müssen. So, schauen wir mal. Okay, hier müssten wir richtig sein. Hier ist hier so ein Schrein. Den können wir gerne mal aktivieren. Oder? Nee, ist doch kein Schrein. Ja, doch hier. Abro. Okay, ich denke mal, das wird die Arena sein. Okay. Oh, ist klar. Probieren wir es nochmal. Was hast du das blöde Wasservieh, was wir vorher gemacht haben? Okay, der Rücken sieht auf jeden Fall mal so aus, als wenn wir darauf können könnten. Geh mal hier rauf. What the fuck? Okay, wie kriegen wir den? Können wir den irgendwie anlocken? Oder kommt der erst, wenn wir hier auf dem Sand rumrennen? Gleich tot, Mensch. Wie machen wir das? Kann sie hier aber auch nirgendwo festhalten. Okay, sobald ich auf den Sand drauf gehe, kommt er auf jeden Fall. Also wie kommen wir da ran?
Beine können euch unmöglich vor seiner Gefahr vortragen. Eure Beine. Das heißt, ich muss mit dem Pferd machen. Muss ich die vielleicht irgendwo hinlocken, damit der gescheit rauskommt? WTF. Okay, wie machen wir den? Muss ich den vielleicht gegen irgendeinen Felsen locken? Dass der da ran... Dass der vielleicht da ran springt oder so? Dass er vielleicht an den Felsen ranstößt oder so? Alter Schwede, wie soll denn das gehen? Probiert sich einfach mal so ein bisschen im Kreis zu laufen und schauen, ob der da vielleicht hier irgendwo dagegen knallt oder so. Ja, unsere Beine nicht, aber unser Pferd, oder? Irgendwie kommt mir das vor, als wenn das alles neu ist. An den kann ich mich gar nicht erinnern. Irgendwas hat es mit dem Felsen hier auf sich.
zielte auf seine Augen. Okay. Okay, kapiert. Ei, Alpha Bitch. Was? Ich hab doch noch Energie gehabt. Warum bin ich jetzt schon wieder tot, Mensch? So ein Rotz. Alter, jetzt zieht die Hälfte Leben ab.
Alter. Was sind denn diese Scheißpanzer? Bam! Meine Fresse! Mysterium im Sand! So, damit ist der 10. Kolos erledigt. Läuft, würde ich sagen, es läuft. So, das kann nicht übersprungen werden, okay. Okay, wir schauen uns aber in der nächsten Folge an, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wieder einschaltest in der nächsten Folge. Dann machen wir nämlich mit dem 11. Koloss weiter. Und langsam oder sicher nähern wir uns, ja, nicht dem Ende, aber es werden immer weniger auf jeden Fall. Gut, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich ein bisschen supporten würdet. Also lasst mir ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen. Und dann würde ich sagen, genug gesabbelt, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.